Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem versprochenen Video und zwar meiner Morgenroutine. Ich fange an wie jeden Morgen mit meiner Gesichtspflege und ich versuche die besonders morgens so einfach wie möglich zu halten. Also benutze ich so in der Regel einfach nur ein Micellenwasser, das kommt jetzt von La Roche-Posay und dann zwei Cremes und zwar eine Augencreme, das ist die Kiehl's Creamy Eye Treatment. Das ist eine sehr cremige, sehr reichhaltige Augencreme. Aber ich finde, sie zieht trotzdem relativ schnell ein. Und als Tagespflege benutze ich die L'Oreal Hydraactive 3 Creme. Und die kann ich sehr empfehlen, weil ich finde, dass sie eine sehr angenehme, leichte, aber trotzdem feuchtigkeitsspendende Konsistenz hat. Ab und zu mag ich es dann auch ganz gerne, ein Lip Scrub zu benutzen. Und das ist das Mint Juleps von Lush. Es bereitet die Lippen so ein bisschen auf den Lippenstift vor, glättet die Lippen ein bisschen und macht sie, finde ich, auch so ein bisschen geschmeidiger. Kommen wir dann aber zu meinem mit Abstand liebsten Teil am Morgen und das ist das Frühstück. Es sieht bei mir immer gleich aus. Also ich trinke Tee, das ist jetzt Pfefferminztee und dazu esse ich irgendeine Art von Müsli und mische mir da meist eine Banane mit rein. Und im Übrigen, das ist nicht wirklich mein Müsli-Müsli, das finde ich zwar auch klasse, aber kleines Geheimnis, das ist all die Früchte Müsli, nur ich habe es halt umgefüllt, weil ich die Verpackung ein bisschen praktischer fand. Aber ja, mein Müsli-Müsli kann ich natürlich auch empfehlen, das ist super. Und ich mag es auch ganz gern, mir so Dinkelflakes von Alnatura in das Müsli reinzumischen. Die sind richtig lecker, kann ich total empfehlen. Und darüber kommt dann Milch. Und nach dem Essen putze ich logischerweise meine Zähne. Kommen wir dann zum nächsten Teil und das ist das Schminken. Aber bevor ich damit anfange, trage ich meist einen Lippenbalsam auf und das ist im Moment eine von diesen Nivea bzw. Labello Lip Butters in der Geruchsrichtung Raspberry Rosé. Total empfehlenswert, habe ich unheimlich gerne. Als Foundation benutze ich die Vichy Aerotone Pure Foundation. Das ist so eine Wieder-Neuentdeckung für mich. Eine tolle Alltagsfoundation, die jetzt zugegeben etwas zu gelbstichig für mich aussieht, aber ich weiß nicht, verblendet sieht es dann irgendwie doch okay aus. Also sie ist irgendwie doch nicht zu orange. Und als Concealer für unter die Augen benutze ich den Perfect Match Concealer von L'Oreal. Der ist relativ cremig und ein bisschen stärker deckend als der Fit Me von Maybelline. Habe ich im Moment total gerne. Also der hat den Fit Me Concealer für mich so ein bisschen abgelöst, weil die Deckkraft auch wirklich gut ist. Und dann benutze ich aber noch einen zweiten Concealer und das ist dieser MAC Studio Finish. Den benutze ich auf kleineren Flächen, also zum Beispiel jetzt an meiner Nase, weil ich letztens ein bisschen Schnupfen hatte und die Nase davon rot geworden ist und das kaschiert der wirklich prima. Zum Setten des Ganzen benutze ich ein loses Puder von Catrice, das ist das Prime & Fine Translucent Loose Powder. Und als kleinen Tipp, pudert auf jeden Fall immer auch eure Augenpartie ab. Das verhindert so ein bisschen, dass der Concealer in die Augenfältchen kriecht und Lidschatten hält dadurch auch besser. Fangen wir dann an mit dem Augen-Make-up. Das ist der NYX Jumbo Eye Pencil in 617 Iced Mocha. Und ich benutze den so ein bisschen als Basis, damit der Lidschatten später noch besser hält. Verblende ihn mit den Fingern. Also da brauche ich nicht unbedingt einen Pinsel. Ich finde, das geht auch ganz gut eben nur mit dem Zeigefinger. Und noch so ein Tipp, ich werde immer wieder gefragt, mit was man am besten die NYX Jumbo Eye Pencils anspitzen kann. Die passen nämlich nicht in jeden Anspitzer, aber sie passen in den von Catrice. Also nur als Tipp. Und dann haben wir hier Naked Lunch von MAC. Die Farbe trage ich wieder mit dem Finger aufs gesamte bewegliche Lid auf. Und um ein paar Schatten in der Lidfalte zu setzen, benutze ich Plum Up the Jam von Catrice. Und für diesen Schritt empfehle ich euch schon ganz stark einen Pinsel zu benutzen, weil man mit den Fingern einfach so dunkle Farben nicht so gut verblenden kann, wie eben halt mit so einem guten Blending-Pinsel. Das ist 217 von MAC. Ein bisschen von der Farbe kommt auch an den unteren Wimpernkranz. Und dann kommt das, was jeden Morgen entweder total gut läuft oder total schief läuft. Ich trage Eyeliner auf. Das ist der Gel-Eyeliner in Black Chrome von Maybelline. Ach, das ist immer besonders schön, wenn man sich dabei versucht zu filmen. Aber ja, irgendwann sah es dann so aus.
Und dann kommen wir zu Wimperntusche und Wimpernzange. Ich benutze im Moment jeden Tag die Volume Express Turbo Boost Mascara von Maybelline und zwar in Wasserfest. Die hält den Schwung unheimlich gut. Kostet 5 Euro, also es ist für Maybelline echt relativ günstig. Also die ist sowas an empfehlenswert. Ich finde die echt klasse und die eignet sich auch super für die unteren Wimpern. Danach kommen die Augenbrauen. Das ist einer meiner Lieblingsaugenbrauenstifte, Catrice Date with Ashton. Und was ich im Moment total gerne mache, ist meine Wasserlinie auch schwarz auszumalen. Ich finde, das lässt die Augen richtig in den Vordergrund rücken und macht das ganze Make-up so ein bisschen dramatischer, aber trotzdem alltagstauglich. Als Rouge benutze ich Soft Pink von den Alverde Puder Rouges. Und dann benutze ich ein Duo aus Lippenstift und Lipgloss. Der Lippenstift, das ist dieser neue, den ich euch in meinem letzten DM-Haul gezeigt habe. Das ist Barely There von den Essence Long Lasting Lipsticks. Und das Lipgloss darüber kommt von MAC und das ist die Farbe Julia. Und damit ist das Make-up fertig und wir können zu den Haaren kommen. Und ich habe tatsächlich eine Alternative dazu gefunden, mir meine Haare morgens abzuschneiden, wenn sie mich nerven. Also diejenigen von euch, die mein 50 Random Facts About Me gesehen haben, die werden wissen, was ich meine. Diejenigen, die es nicht gesehen haben, wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich bin auf jeden Fall im Herzen so ein kleiner Hippie und ja, ich flechte mir morgens manchmal Zöpfchen und pinne sie dann halt hinten fest. Ich finde, das ist ein schöner, romantischer Look und der steht, glaube ich, relativ vielen. Also das könnt ihr auch prima mit ganz glatten Haaren machen. Das Schöne an der Frisur ist, dass euch keine Strähnen vorne ins Gesicht fallen. Ich finde das total wichtig, weil es mich wahnsinnig macht, wenn ich Haare vorne im Gesicht rumfliegen habe. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann schaue ich ein bisschen, was im Internet los ist, schaue mir die neuesten Videos meiner liebsten YouTuber an und checke meine Mails und sowas alles. Und wenn ich wirklich ganz, ganz viel Zeit habe, und das ist ehrlich gesagt ein bisschen gestellt, denn die Zeit habe ich morgens nur am Wochenende, dann lackiere ich meine Fingernägel. Also in der Regel mache ich das wirklich abends, weil es morgens einfach schnell gehen muss. Aber das hier ist jetzt Absolutely Blue von Essence und ich dachte, ich zeige euch einfach diese Aufnahme. Und dann kommen wir auch schon zum Outfit. In letzter Zeit ist es ein bisschen wärmer geworden, deswegen trage ich jetzt häufiger Shorts oder Röcke mit Strumpfhose. Und das ist jetzt so ein Hosenrock, der von Zara kommt. Dazu trage ich eine Kette, die mir mein Freund zum Valentinstag geschenkt hat. Mein Top kommt von Primark, ganz genauso wie die Jacke. Und meine Tasche ist schon uralt, aber ich liebe sie, obwohl sie schon total abgetragen aussieht. Die kommt von Picard und ich mag sie irgendwie. Ich mag, dass sie so aussieht, als wäre sie benutzt. Letzter Schritt, ich trage Parfüm auf. Das ist Rush 2 von Gucci. Und dann bin ich aus dem Haus. Und das war's für heute. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. War viel Arbeit, dieses Video zu machen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Macht es gut und bis dann!